Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Ja, das letzte Mal haben wir Pinnacle Station geschafft. So, dann gehen wir jetzt storymäßig weiter. Ah ja, und hier haben wir jetzt auch eine Wohnung. Aber da ist nicht viel zu tun. Da kann man höchstens sehr viel Geld reinstecken. Aber ich werde es mal ganz kurz zeigen. Kann man das mal sehen. So. Also wie man sieht, ist eine Wohnung. Hier ist nicht wirklich viel zu tun. Hier kann man Musik hören. Kann man hier Nachrichten lesen. Von Sternchen Sternchen an Admiral Thaddeus Ahern. Admiral, der Konvoi wird sich für die ungefähre Dauer der nächsten Woche im Phoenix-System befinden. Ich habe mit den Captains über unsere Vereinbarung gesprochen. Sie können, wenn sie wollen, wie immer eine Probe unserer Waffenlieferungen erhalten. Wenn nicht, ist das kein Problem. Diese abgelegene Kolonie könnte alle Waffen brauchen, die sie sich leisten können. Und wer weiß, vielleicht nutzt die Allianz ja ihre kostbare Zeit, um militärische Ausrüstung anzubieten. Grüße, Rott. So, hier kommen wir jetzt unterschiedlich. Das hier ist billig, das hier ist mittlere. Und da kriegt man Waffen der Kategorie X. Das heißt, der höchsten machen wir mal einmal. So. Wow. X für Spectre sofort. Das ist jetzt natürlich noch stärker. Mal gucken, ob wir nochmal so ein Glück haben. Pistole. Yep. Haben wir vielleicht nochmal so ein Glück? Predator HX, das ist ja... Das ist auch gut, so. Haha. Yep. Leider habe ich jetzt keine Mods dafür. Und nochmal nachgucken. Mir fehlen noch zwei Waffen der Kategorie X. Ein Sturmgewehr wäre nicht schlecht. Hochexplosiv X, ja, das können wir auch noch nehmen. Bei 5 Millionen. Nichts für die Granaten? Oh, ich glaube, ich habe es aus Versehen in Universalnagel verwandelt. Kann das sein? Sein kann es, aber ist ja auch egal. So. Universalwerkzeug. Yep. Colossus X. Da ist der Schadenschutz hoch. Oh, das ist sogar, glaube ich, sogar besser. Das ist mal vergleichen. 71, 540. Ja, das ist sogar besser. Würde ich mal sagen. Insgesamt. Und es sieht sogar einigermaßen gut aus. Yep, holen wir uns noch was. Ah, die zwei verbliebenen Waffen kommen schon. Kannst du mir ruhig geben. Aha. Okay. Aha.
Nicht schon wieder. Medi-Exoskelett X. Ja, das ist doch schon mal was Vernünftiges. Eep. Noch einmal. Sturmgewehr, yep. Also dann jetzt nochmal, das muss jetzt sein. Okay, nochmal. Ey, sag mal, willst du mich ärgern oder was? Ey, na los, die letzte Waffe, komm schon, gib sie mir. Noch einmal. Ja, endlich so. So, das war's. War zwar extrem teuer, aber hat sich gelohnt. So. Jetzt bleibt nur noch Ferros. Das war die letzte Datendisk. Jetzt haben wir alles. Ab nach Ferros. Die besten Waffen. Mächtige Rüstung. Was braucht man mehr? Der geht runter. Aber hier müssen sie erstmal die Schilder durchdringen. Okay, bleiben wir bei der. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Ah ja, stimmt ja. Wir haben ja hier noch einige kroganische Rüstung gekriegt. Die ist schlechter. Boah.
Das ist cool. Aber jetzt geht's natürlich hier. Hier richtig ab. So. Wow. Aber habe ich auch noch nicht genug. Also Executive Officer Presley hat das Kommando. Aber eigentlich ist das auch gar nicht nötig. So stark wie die Waffen sind. So. Wir haben Ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Wer ist Faidan? Er ist unser Sprecher. Er braucht Ihre Hilfe bei den Verteidigungsvorbereitungen gegen die Gate. Sie machen einen weiteren Vorstoß. Bitte, gehen Sie nach oben, hinter den Frachter. Tja, wie gesagt, die müssen erstmal durch die Schilde durchkommen. Oh, ein Schildinterface, ja. Packen wir noch mehr rein. Was soll's. Das war ja wohl nichts für die, das war ja simpel. Oh nein, nicht die. Geht Pirscher. Ich hasse die Viecher. Okay, was haben wir gekriegt? Hochexplosiv Medi-Exoskelett 8. So. In die Tunnel. Sie müssen gesichert werden. Aber was ist, wenn dort Gates sind? Hast du etwa Angst? Nein, ich mache es. Ich gehe dann. Diese Gates sind verdammt gefährlich. Wenn wir nicht verdursten, werden uns die Gate töten. Ich befürchte, die Gate werden uns alle töten. Ganz ruhig, meine Liebe. Alles wird gut. Du musst nur ruhig bleiben. Meine Kopf. Es kommen immer mehr Gate. Ach, Commander, ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es sind Gate im Turm! Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen! Nicht sterben. Bitte lass mich. Oh Mann.
Oh, das war schon. Toll. Na toll. Die Geht werden zurückkehren. Wir sollten kurz mit Faidan sprechen und... Jetzt habe ich hier gar keine Schwierigkeiten mehr. Dann unverzüglich ein Fahrzeug nehmen und herausfinden, wo die Geht sich verstecken. Danke für alles, was Sie getan haben, Commander. Aber Ihr Heroismus imponiert mir nicht. Erzählen Sie mir bitte von sich, Asilia. Ich arbeite für einen Sicherheitsdienst. Ich sollte die Kids davon abhalten, das Exogeny-Gebäude mit Graffiti vollzuschmieren. Aber dann ging der Terror los. Ich bin nicht dafür ausgebildet. So etwas hier wollte ich nie. Ich will nur, dass es aufhört. Was können Sie mir über die Geht sagen? Haben Sie eine Idee, wonach Sie suchen? Ich kann Ihnen gar nichts dazu sagen. Vielleicht sollten Sie sich mal bei Exogeny erkundigen. Kann es sein, dass Sie mich nicht leiden können? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen alle möglichen Regierungsstellen Hilfe versprechen und Sie dann hängen lassen? Sie hätten eine kleine Flotte schicken sollen. Stattdessen kam nur ein einziges Schiff. Und Sie interessieren nur die Geht. Erzählen Sie mir von Sue's Hope. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Sprechen Sie mit Faidan, wenn Sie mehr darüber wissen wollen. Was können Sie mir über Exogeny erzählen? Nicht sehr viel. Ich habe dort als Sicherheitsofficer gearbeitet. Sie waren auf der Suche nach Artefakten und anderen Dingen von Wert. Das ist Ihr Geschäft. Sie haben die Kolonie gegründet. Dafür sollten wir Ihnen helfen, irgendwelche Schätze auszugraben. Es ist nicht so aufregend, wie Sie es darstellen. Auf Wiedersehen. Commander? Oh Mann. Hallo. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Gut, dass Ihre Kolonie jetzt sicher ist. Danke für Ihre Anteilnahme und Ihren Einsatz gegen die Geht. Wir haben Sie aufgehalten, aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Wenn Sie mir bei meiner Mission helfen, kommen hier alle lebend raus. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeny-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Was ist Exogeny? Für dieses Unternehmen haben die meisten von uns gearbeitet. Sie haben die Kolonie gegründet. Der Skyway führt direkt zum Exogeny-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geht im Wege. Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Was können Sie mir über die Verteidigungssysteme der Geht erzählen? Ich kenne keine Details, aber ich glaube, dass sie mehr Widerstand als am Kommandoposten aufgebaut haben. Bei Exogeny ist mindestens ein Geht-Schiff gelandet. Und auf dem Skyway wurden riesige Laufpanzer gesehen. Es wird ein harter Kampf. Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Die Geht müssen vernichtet werden. Asilia hat recht. Es sind noch Geht in den Tunneln. Wir haben auch profanere Probleme wie Essen, Wasser und Strom. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Maka Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Was ist denn mit der Stromversorgung der Kolonie los? May O'Connell arbeitet an unserem Stromproblem. Sie weiß sicher mehr darüber als ich. Sie haben eine Lebensmittelknappheit erwähnt. Devin Reynolds ist damit beauftragt, so schnell wie möglich für Nahrung zu sorgen. Wenn Sie ihm helfen möchten, sprechen Sie mit ihm. Haben Sie irgendwelche Informationen über Geht in den unteren Tunneln? Nichts Neues. Sie sind irgendwo in den Tunneln, als bewachten sie einen Transmitter zur Koordinierung ihrer Angriffe. Es ist derzeit keine tödliche Bedrohung, aber ohne diesen Transmitter könnten wir uns besser gegen weitere Angriffe verteidigen. Lassen Sie uns über Sue's Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Erzählen Sie mir von dieser Kolonie. Das Leben hier ist hart und entbehrungsreich, auch ohne diesen Terror. Das Kolonialbüro auf der Erde sagte, dass wir hier sicher wären vor den Weltraumpiraten. Die Geht hatten sie scheinbar nicht einkalkuliert. Aber trotz allem ist dies ein wunderbar friedvoller Ort. Ich habe so etwas nie zuvor erlebt. Wie groß war die ursprüngliche Pharos-Kolonie? In der Hauptkolonie lebten fast 1000 Menschen und etwa 200 in meinem Außenposten. Als die erste Angriffswelle unsere Verteidigung eliminierte, sind wir nach Sue's Hope geflohen.
Die Normandy ist nicht besonders groß, aber ich könnte alle ausfliegen. Die Gatefighter sind viel zu gefährlich. Und ich lasse mich hier nicht vertreiben. Dies ist unser Zuhause. Hier gibt es Chancen auf Wachstum, die andere Welten uns niemals bieten können. Was können Sie mir noch über Exogeny erzählen? Exogeny gründete diese Kolonie. Ohne sie wären wir nicht hier. Kolonisation ist ihr Spezialgebiet. Sie finanzieren die Kolonie und wir arbeiten für sie. Ihr Hauptinteresse gilt dem Bergen von Artefakten und Ressourcen. Aber hier gibt es nichts. Zumindest haben wir nichts gefunden. Ob die Geht vielleicht danach suchen? Vielleicht. Wie gesagt, wir haben hier nichts Wertvolles gefunden. Aber vielleicht wissen die Geht mehr als wir. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Hallo, Commander. Schön zu sehen, dass uns der Rest der Galaxie noch nicht vergessen hat. Bitte, ruhe dich aus, meine Liebe. Du darfst noch nicht sprechen. Aber Sie sollten wissen, dass... ich meine, Sie bedeuten viel für uns. Jetzt geht es mir schon besser. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Mir geht's gut. Ich muss nur wieder klar denken können. Diese Schmerzen seit dem letzten Angriff... Es geht gleich sicher wieder. Keine sichtbaren Verletzungen. Aber sie leidet unter Schmerzen. Sie muss sich ausruhen. Sie braucht nur etwas Ruhe. Bitte entschuldigen Sie, aber meiner Frau Kalanta geht es zurzeit nicht so gut. Sie muss sich ausruhen und einfach akzeptieren, was geschehen ist. Was ist Ihre Aufgabe hier in der Kolonie? Ich bin medizinischer Assistent, seitdem die Ärztin tot ist zumindest. Ich gebe mein Bestes seit ihrem Tod. Können Sie mir etwas über diesen Planeten erzählen? Eigentlich auch nur das, was ich vom Kolonialbüro erfahren habe, aber... Es ist alles etwas anders hier, als Sie gesagt haben. Es ist nicht alles schlecht hier. Wenn diese Geht erst einmal weg sind, können wir etwas viel Größeres aufbauen. Was ist mit Ihrer Frau? Diese ständigen Angriffe haben alle sehr mitgenommen. Aber sie wird sich abfinden, wie wir alle. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Sie braucht nur Ruhe und Zeit. Zeit, alles zu kompensieren. Wir werden es schon schaffen. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Am besten sprechen Sie mit Faidan, wenn Sie etwas wissen möchten. Warum können Sie mir nichts sagen? Ich möchte doch nur etwas über die Kolonie wissen. Faidan ist unser Sprecher. Wer könnte Ihnen besser Auskunft geben als er? Ich muss gehen. Sehr bitte seltsam, tun Sie alles, seltsam, was Sie seltsam. Können, um die Angriffe aufzuhalten. Was ist hier nur los? Ja, das fragt sich jeder. Sie haben die letzte Angriffswelle zurückgeschlagen. Sie werden zurückkommen. Und wenn die Geht uns nicht töten, werden wir verhungern. Was unternehmen Sie, um diese Situation zu lösen? Ich müsste Warenfleischvorräte anlegen, aber das ist zu gefährlich. Der Alpha-Warren ist riesig und eine echte Bestie, vielleicht Tollwut, total außer Kontrolle. Ich kann nichts unternehmen, solange er noch lebt. Ich habe ein Raumschiff. Ich könnte Nachschub von anderen Planeten einfliegen. Sie sollten sich besser auf die Geht konzentrieren. Wenn Sie uns überrennen, brauchen wir keine Nahrung mehr. Erzählen Sie mir von Suzhou. Es gibt hier Wachstum, oder gab es. Aber Sie sollten mit Faidan sprechen. Er ist unser Sprecher. Warum soll ich mit Faidan sprechen? Können Sie mir nichts sagen? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Sprechen Sie mit Faidan. Erzählen Sie mir von sich. Da gibt es nicht viel. Ich kam mit meiner Frau Greta hierher. Wir wollten Abenteuer und ein neues Leben. Das alles hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Aber natürlich wäre alles besser ohne diese Geht. Vor dem Angriff hatten wir uns hier gerade gut eingelebt. Erzählen Sie mir von den Waren. Solange die Geht angreifen, kann man sie nicht jagen. Sie stürzen sich auf alles, was sich bewegt, sogar auf die verdammten Maschinen. Der große Alpha-Warren ist das eigentliche Problem. Er ist eine wilde Bestie, total außer Kontrolle. Ich muss gehen. Bis dann, Commander. So. Ja, wir haben schon gemerkt, hier stimmt was nicht. Commander, man forderte mich auf, Ihnen meine Waren anzubieten. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Natürlich. Ich kann Ihnen sicher ein paar sehr interessante Sachen zeigen. Das war schon? Toll. Sehr interessante Sachen. Ja, ja.
Gute Arbeit mit den Geet. Ich bin froh, dass sie gekommen sind. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Würde es helfen, wenn ich Ihnen ein paar Energiezellen von der Normandy bringe? Wir können sicher ein paar erübrigen. Ihr hochmodernes Schiff hat nicht die gleichen Bauteile wie unser alter Generator. Die Zellen sind nicht kompatibel. Wenn ich etwas finde, während ich mich umsehe, werde ich es in Ihre Richtung schicken. Danke, Commander. Ich weiß das zu schätzen. Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich um das Wasserproblem kümmern. Kann ich irgendetwas tun? Das Versorgungsgebäude war eines der ersten, das die Geet übernommen haben. Finden Sie die Steuerung und aktivieren Sie sie. Solange wird die Kolonie kein Wasser haben. Mein Raumschiff ist sofort abflugbereit. Damit könnte ich Wasser einfliegen. Nun, wenn Sie nicht alle paar Tage losfliegen wollen, würde das nicht unser Problem lösen. Wir müssen uns selbst versorgen können. Sie wissen doch, wo das Problem mit dem Wasser liegt. Die Kolonie kann sich nicht erlauben, noch mehr von uns zu verlieren. Wir sind einfach zu verwundbar. Trotz der ständigen Angriffe scheinen Sie nur an das Wasser denken zu können. Ich kann an nichts anderes denken. Es ist so viel geschehen. So viele Schmerzen. Wenn ich mich um meine Aufgabe kümmere, fühle ich keine Schmerzen. Ihre Leiden scheinen echt. Die konstante Bedrohung zeigt Wirkung. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir sind eine kleine Gruppe. Ein Teil der größeren Kolonie. Zumindest bis die Geet angriffen. Sie sollten mit Faidan sprechen. Er trägt die Verantwortung. Er kennt die Kolonie am besten. Was können Sie mir über diesen Planeten sagen? Sie sollten nicht mich fragen. Fragen Sie Faidan oder jemanden anderes. Erzählen Sie mir von sich. Lieber nicht. Nicht jetzt und nicht hier. Helfen Sie uns oder lassen Sie es. Ansonsten muss ich mich wieder um meine Aufgabe kümmern. Ich muss gehen. Viel Glück. Also wirklich sehr unfreundlich, die Leute hier. Ich kann nicht besonders gut schießen, aber ich gebe mein Bestes. Sie haben wohl das Kommando auf dem Schiff, das gerade gelandet ist. Was wissen Sie über diese Kolonie? Wir sind erst vor kurzem hier angekommen. Sie wirkte zunächst wie eine normale Kolonie. Aber etwas ist anders. Was genau meinen Sie damit? Oh, das ist schwer zu erklären. Es ist, als ob... Nein, ich kann es nicht erklären. Sie sollten mit Faidan sprechen. Er kennt die Kolonie besser als ich. Was genau machen Sie denn hier? Ich passe nur auf das Schiff auf. Ich will nicht, dass die Lage sich noch verschlimmert. In diesem Schiff kann man sich jedenfalls verstecken, wenn diese Geet über die Mauern kommen. Sie scheinen ein paar Tests zu machen. Nein, das sind nur Diagnoseprogramme. Nichts Besonderes. Ich kümmere mich jetzt wieder darum. Faidan will einen Bericht über... Ich muss jetzt gehen. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Was für eine Diagnose erstellen Sie da? Nein, ist nicht nötig, danke. Entschuldigen Sie, aber ich muss hier weitermachen. Ja, toll. Alles, was man hier hört, Faidan, Faidan, Faidan. So. Nichts. Na toll, schon wieder eine Leiche. So, was hast du hier für eins? Auch, ach gut, naja. Weiter geht's.
Das Wasserventil. Dieses Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Ja. Und die Wachen. Schon? Und geschafft. Noch ein Quest. Oh Mann, jetzt fallen die uns ja alle in die Hand. Aber das ist ja zwangsweise nichts Schlechtes. Was sie hier beschützt haben. Kampfoptiken. Und G-Transmitter. So, und wieder eine Nebenaufgabe erfüllt. Ist das hier einfach? Warum kann das nicht immer so einfach sein? Die haben fast meine Schilde geschafft zu durchdringen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte ich jetzt hier was vergessen. Wusste ich doch. Sieht nicht aus, als wäre es das schon gewesen. Wir sollten uns weiter umsehen. Hier ist auch nichts. Sie sollten nicht dort runtergehen. Was machen Sie hier unten? Nicht das, was ich sollte und alles, was ich nicht sollte. Oh Mann. Das war hart diesmal. Was ist nur los mit Ihnen? Nur der Peitschenruf des Meisters. Erinnert mich daran, dass ich noch am Leben bin. Sie sind hinter den Geht her, stimmt's? Sie sind nicht die Einzigen, die an diesen Dingern interessiert sind. Wer außer uns sucht noch nach den Geht? Nicht sucht nach, sondern versucht loszuwerden. Sie sind ein Dorn im Fleische des... Ah!
alles dreht sich darum, dass... Ah! Der Mann ist am Ende. Wir sollten ihn in Ruhe lassen. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Wollen Sie überhaupt Hilfe? Mir helfen? Nein. Niemand kann mir helfen. Aber ich möchte lieber im Kampf sterben. Was für ein Kampf? Nicht die Art Kampf, die Sie kennen. Es ist wie, wenn man in einem Dornbusch hängt. Geben her, man zappelt des Keine Zeit mehr. Wir bekommen Gesellschaft. Sprechen Sie mit Faidan. Fragen Sie ihn nach... Achtung! Nicht tun. Ich werde es nicht tun. Nicht tun. Sehr schön. Die Leute hier sind alle bekloppt. Mir fehlt immer noch irgendwo ein Ventil. Das denn jetzt? Und schon wieder ein Stufenaufstieg. Aber erstmal suche ich jetzt dieses verflixte. Oh, toll. Hä? Mal nachgucken. Zwei von drei Ventilen. Also irgendwo muss noch eins sein. Gibt's doch nicht. Genau am Anfang übersehen, oder was? Tatsache. Ha, ha, ha. Witzig. Da! Das war's! Das ist... Ja. Was ist jetzt als nächstes? Erste Hilfe. Oh, machen wir Kampfpanzerung zu Ende. Ups. Dem ist aktiv! Das war nicht lustig. Oh Mann. Commander, was kann ich für Sie tun? Ich habe einen G-Transmitter in den Tunnel zerstört. Die werden nicht länger ein Problem darstellen. Danke, Commander. Wir stehen in Ihrer Schuld. Sie haben uns eine große Last von den Schultern genommen. Ich wünschte nur, ich hätte für jedes Problem so gute Nachrichten. Lassen Sie uns über Sue's Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Einige Kolonisten benehmen sich eher seltsam. Wir sind wie eine Familie, Commander. Fast alle haben jemanden verloren. Wir sind keine Soldaten. Wir fürchten uns vor den Schrecken des Krieges. Dies ist unser Zuhause. Wir mussten mit ansehen, wie die Geth fast alles zerstört haben. Haben Sie Nachsicht mit uns? Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen Ian meinen. Er ist ein kranker Mann. Er scheint nicht nur ein bisschen krank zu sein. Er hat sich seit den Angriffen sehr verändert. Wir wollten ihm helfen, aber das hat er nicht zugelassen. Ich kann meinen Leuten nicht helfen, wenn sie es nicht zulassen, Commander. Haben Sie keine Medikamente für ihn? Irgendetwas, das ihm helfen könnte? Ich wünschte, es wäre so einfach. Ian war ein guter Mann. Einen, den wir gut gebrauchen könnten. Bitte, Commander. Ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, yeah. Commander. Toll. Hä? Geht's doch gar nicht lang. Wieso ist denn da ein Ausrufezeichen auf der Karte? Willkommen, Commander.
Ich habe den großen Warren getötet. Den Rest überlasse ich Ihnen. Hervorragend. Ich werde sofort eine Jagd organisieren, wenn die Geth beseitigt sind. Dann raus mit der Belohnung. Ich habe noch wichtigere Dinge zu tun. Wie Sie meinen. Ich hatte nicht vor, Sie noch weiter aufzuhalten. Oh, das war jetzt wohl ein bisschen fies. Gute Arbeit mit den Geth. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Ich habe diese Energiezellen in den Tunneln gefunden. Haben Sie danach gesucht? Ich wusste, dass die früher oder später wieder auftauchen. Hier, Faidan gab mir etwas Geld. Es gehört Ihnen. Wenn ich diese Energiezellen wieder einbauen kann, sollte diese Kolonie im Handumdrehen wieder brummen. Seit kurzem haben wir wieder Wasser. Das waren wohl Sie, nehme ich an. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Geth loswerden und diese Kolonie wachsen lassen. Hier, bitte nehmen Sie die Credits für Ihre Mühen. 69.000. Danke nochmal, Commander. Wo hat denn das Geld her? Wie kann ich Ihnen dienlich sein? Man forderte mich auf, Ihnen alle meine Waren anzubieten. Lassen Sie mal sehen. Natürlich. Ich kann Ihnen. Hast du was Neues im Angebot? Nein. Toll. Armer Schlucker. Commander, was kann ich für Sie tun? Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Es hat uns sehr geholfen, die Geth im Tunnel los zu sein, Commander. Aber wir müssen uns trotzdem noch um andere profane Dinge wie Essen, Wasser und Strom kümmern. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. So. Und weiter geht's. Schnell raus aus dem Irrenhaus hier. Schon gemerkt hat, ich mache nicht immer nur gute Entscheidungen. Ein paar Mal war ich auch richtig fies. Die letzten gingen nach Süden. Wonach suchen die? Wir empfangen ein schwaches Kommsignal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Gekriegt. Ein bisschen was Vernünftiges. Da ist noch mehr, Commander Shepard. Ich kann es immer noch nicht orten. Passiert da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Sie ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Was Interessantes. Oh, was haben wir da? Ein Loch. Begehbares. Mal gucken. Was finden wir denn hier Interessantes? So.
So. So. Oh, nichts wirklich Interessantes. Aber Sachen, mit denen sich Geld machen lässt. So. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Wo immer das herkommt, Sie müssen uns sehen. Vergessen Sie sie. Wir müssen die Gate finden. Das ist nah genug. Entspannen Sie sich, John. Das sind offensichtlich keine Gates. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Gate-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Fai Dan und einige andere Mitglieder von Sue's Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, Sie wären alle tot. Ich sagte, Sie wären vermutlich alle tot. Sie leben, aber die Gate haben ihre Kolonie verwüstet. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Ich tue, was ich kann, um sie von ihnen fernzuhalten, aber ich brauche Informationen. Was für Informationen? Ignorieren Sie ihn. Die Gates sind im Hauptquartier von Exogeny hier ganz in der Nähe. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Gate, sonst nichts. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Gate weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Und sie ist noch am Leben, ich weiß es. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Sie arbeitete im Exogeny-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. Wenn sie da drin ist, hole ich sie raus. Danke, Commander. Vielen Dank. Wissen Sie, was die Gate gesucht haben? Das ist mir auch nicht klar. Wir haben hier nichts Nützliches gefunden, woran uns Exogeny nur zu gern ständig erinnert. Wir müssen auf unsere Ausgaben achten. Das ist nicht persönlich gemeint. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir haben uns vor 4 Jahren hier niedergelassen. Bis zu den Angriffen ging es gut voran. Die größte Herausforderung war der Mangel an Ressourcen. Hier gibt es kaum etwas von Wert. Trotzdem haben wir es versucht. Wir fühlten uns schon fast wie zu Hause. Was hat Sie hierher geführt? Ich dachte, das wäre ein Neuanfang. Ich wollte an einem Ort leben, an dem ich das Gefühl hatte, gebraucht zu werden. Stattdessen wurde alles, was wir aufgebaut haben, zerstört. Es ist hart, nicht die Hoffnung zu verlieren. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Irgendwo im Exogeny-Hauptquartier, hoffe ich. Wieso haben Sie sich von Sue's Hope abgespalten? Die meisten von uns lebten näher am Gebäude von Exogeny. Sue's Hope wurde größtenteils als Raumhafen genutzt. Als die Gate zuschlugen, haben wir uns verteilt. Bevor sie uns von den anderen erzählten, dachten wir, sie wären bei der ersten Welle umgekommen. Hätten wir gewusst, dass sie noch leben, hätten wir wohl versucht, zu ihnen zu gelangen. Sie sind jetzt relativ sicher, vielleicht sollten Sie das tun. Das halte ich für keine gute Idee. Wir haben keine Fahrzeuge und sind auf dem Weg fast ungeschützt. So wie in dem Gebäude, in dem wir jetzt sind? Wir sollten lieber hier bleiben und auf Hilfe von der Firma warten. Sie werden schon irgendwann kommen. Wofür wurde dieses Gebäude genutzt? Wir haben das Gebäude umgemodelt, um es als Hauptquartier von Exogeny zu nutzen. Dort gibt es größtenteils Büros und einige Labors. Exogeny ist gut darin, alles und jeden immer zu umzumodeln. Die Firma muss irgendwie Profit machen, Juliana. Feroz ist noch lange nicht selbstständig. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Gate wollten. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Sie würden da draußen problemlos überleben. Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können. Ich habe ein kleines Problem. Was brauchen Sie? Ich muss einige Daten bergen. Es ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Klingt recht einfach. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Es ist nur gefährlich, aber nicht für jemanden wie Sie. Was haben Sie an sich, dass die Leute immer denken, wir mögen Schwierigkeiten?
Es ist eigentlich nicht so wild. Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier von Exogeny finden und die Daten auf diese OSD laden. Ganz einfach. Ich sehe mich um, wenn ich dazu komme. Ich weiß das zu schätzen. Diese Daten könnten viel Geld wert sein. Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Warum arbeiten Sie hier im Nichts, wenn Sie doch gebraucht werden? Vielleicht, weil mich die Grenze lockt. Außerdem ist mir die Alternative doch ein wenig zu sicher. Wir Freischaffenden müssen uns nicht so um die Sicherheit sorgen, solange wir nicht auffallen. Oh. So, nach dem Absturz wieder zurück hier. Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können. Ja, natürlich. Ich habe ein kleines Problem. Was brauchen Sie? Ich muss einige Daten bergen. Klingt recht einfach. Es gibt keinen Hafen. Was haben Sie an? Es ist eigentlich... Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier... Ich war... Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Wir Freischaffenden müssen uns nicht so um die Sicherheit sorgen. Erzählen Sie mir von den Daten. Pläne. Ich arbeite als Freischaffender. Und einige meiner Mods sind sehr gut. Ich muss gehen. Denken Sie an meine Worte. So. Zuerst stürzt er mir ab und jetzt läuft das. Ich glaube, irgendjemand will mich hier verarschen. So, aber hoffentlich war das der letzte Absturz. Das fängt nämlich ein wenig an zu nerven. Das war erst der zweite, aber muss ja nicht sein. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir sie ja noch. Ein bisschen öfter speichern. Ich durfte gerade von Zeus Hope wieder bis zu der Stelle spielen, da wo er abgestürzt ist. Das hat mir gereicht. Das möchte ich nie nochmal machen.
folgen. Werden sie sich heftigst wehren. So. Dann wollen wir jetzt hier reingehen. Was finden doch alle so scharf sind. Die dechiffriert ist, kann sich ja noch was Besonderes hinter befinden. So. Ja, toll, jetzt kann ich mal speichern. Im Nahkampf zu besiegen. Das hat mir jetzt noch gefehlt. Zum Glück kein Dreschlund. Aber es hat Spaß gemacht. Aber war nicht wirklich eine Gefahr. Okay. So. Zu. Hier geht's nur nach unten, Commander Shepard. Jetzt mal einen Schnitt.